Herzlich zur Pressekonferenz der Parteivorsitzenden und der Spitzenkandidatinnen der Linken. Zunächst möchte ich Herrn Matthias Höhn entschuldigen, unseren Bundeswahlleiter, der heute in seinem Wahlkreis zur Aufstellung für sein Direktmandat war und die Wetterbedingungen haben ihn davon abgehalten, pünktlich hier zu sein. Deswegen müssen Sie leider mit mir Vorlieb nehmen. Ich freue mich jedenfalls, zu meiner Linken begrüßen zu können, Bernd Rixinger, den Parteivorsitzenden, und Katja Kipping, die Parteivorsitzende, und die Spitzenkandidaten Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch. Zum Ablauf: Die Parteivorsitzenden stellen Ihnen heute ihren Entwurf für ein Wahlprogramm zu den Bundestagswahlen 2017 vor. Diesen Entwurf wollen wir und werden wir in den kommenden Wochen mit der Gesellschaft und unseren Mitgliedern natürlich noch weiter diskutieren. Die Spitzenkandidaten werden dann einen Ausblick auf ein sehr spannendes Wahljahr geben, nochmal ein bisschen auf die politischen Meilensteine eingehen und auch vielleicht noch sagen, was wir als Oppositionsführerin bis zu den Wahlen noch so vorhaben. Danach haben wir natürlich Zeit für Ihre Fragen, wobei wir, da Sie recht zahlreich sind, die Fragezeit auf 30 Minuten beschränken, auch gerne länger, aber die Bitte vorab, sich kurz zu fassen mit Ihren Fragen. Wir fassen uns dann auch kurz mit unseren Antworten. Dankeschön. Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen und es freut mich, dass wir den Entwurf der Parteivorsitzenden für unser Bundestagswahlprogramm heute der Öffentlichkeit präsentieren dürfen. Frau Kipping und ich haben was gemacht, was eigentlich für Politiker selbstverständlich sein sollte. Wir haben erstmal zugehört, in verschiedenen Regionen Bürgerversammlungen, Zuhörversammlungen, Veranstaltungen gemacht und 4000 Hausbesuche, wo wir die Lebensgeschichten, die Erfahrungen und die Erwartungen der Menschen an die Partei Die Linke abgefragt haben. Und das ist in unseren Programmentwurf eingeflossen. Selbstverständlich auch die Vorstellung der beiden Spitzenkandidaten und des Parteivorstandes. Die Bundestagswahl findet ganz sicher im Zeichen einer tiefen Krise unserer Demokratie statt. Sie wird, wie vielleicht selten eine Wahl, zu einer Richtungswahl werden. Es ist Zeit für eine Politik der sozialen Gerechtigkeit und es ist Zeit für einen ganz grundlegenden Bruch mit der Politik der letzten 25 Jahre, die dafür gesorgt hat, dass heute Millionen Menschen drohen, in die Altersarmut abzugleiten, dass Millionen Menschen von ihren Löhnen nicht leben können, geschweige denn eine lebensstandardsichernde und armutsfeste Rente ansparen können, dass viele immer noch mit Niedriglöhnen abgespeist werden und dass die öffentliche Infrastruktur immer mehr auf den Hund kommt, während gleichzeitig der Reichtum der wenigen Reichen in dramatischem Ausmaße zunimmt. Hierfür haben wir ein klares Programm entwickelt, wie dieser Bruch aussehen könnte, was die Alternativen zur herrschenden Politik sind. Das ist ein durchfinanziertes Programm, das sehen Sie auch in Ihren Mappen, haben wir eine Ausgaben- und Einnahmenberechnung gemacht. Und Sie sehen, dass wir wirklich ein Angebot haben für eine Politik der sozialen Gerechtigkeit, für einen grundsätzlichen Aufbruch in eine andere Zukunft. Ja, ein Schwerpunkt im Wahlprogramm und im Wahlkampf ist der Kampf um bezahlbares Wohnen, Mieten runter, so eine klare Vorstellung von uns. Ich habe noch so die Faustformel kennengelernt, dass man von seinem Einkommen monatlichen nicht mehr als ein Drittel für Miete ausgeben soll. Inzwischen ist es in vielen kleineren und größeren Städten, selbst für Menschen mit mittleren Einkommen, schwierig, dafür noch eine entsprechende Wohnung zu bekommen. Deswegen wollen wir ganz klar der Explosion der Mieten den Kampf ansagen und wir machen dafür ganz konkrete Vorschläge. Zu diesem Vorschlag gehört zum einen, es muss investiert werden, sowohl in den sozialen Wohnungsbau wie in den gemeinnützigen Wohnungsbau. Das ist also eine Neuerung, die wir als Linke eingeführt haben, zu sagen, eine Art von Wohnungsbau, die eben nicht zuallererst dem Profit und dem Spekulation dient. Wir sagen ganz klar, auch beim sozialen Wohnungsbau soll die Sozialbindung nicht auslaufen, sondern muss ganz klar gehalten werden. Und es darf keine Mieterhöhung geben, ohne dass es auch eine Wertsteigerung gegeben hat. Wir sagen, das, was es bisher als Mietbremse gibt, funktioniert nicht. Wir wollen das ordentlich bremsen. Und wir wissen ganz klar, die wachsenden Mietsteigerungen sind eben hausgemacht. Das ist das Ergebnis von Spekulation. Das ist auch das Ergebnis davon, dass in diesem Bereich klar gekürzt worden ist. Und hier sagen wir Mieten runter.
Wir wollen mehr vom ganzen Leben und gute Renten schaffen. Der Lohn der Großen Koalition für Millionen von Menschen ist, dass sie in Altersarmut gehen. Die Hälfte der Menschen, die zukünftig in Rente geht, wird mit einem Rentenniveau abgespeist, das die Armutsgrenze nicht überschreitet. Wir haben ein Rentenkonzept, das durchfinanziert ist und das für die meisten Menschen erhebliche Verbesserungen mit sich bringt. Erstens gilt der Grundsatz, alle müssen in die Rentenkasse einzahlen, auch Beamte, auch Selbstständige. Dadurch wird die Einnahmeseite verbessert. Das Rentenniveau muss wieder auf 53% zurück, sodass der Durchschnittsverdiener rund 130 Euro Rente mehr in der Tasche haben wird. Gleichzeitig muss Schluss gemacht werden mit dem Riester-Hokuspokus. Das würde auch 75 Euro mehr in die Tasche des Durchschnittsverdieners bringen. Die bisher erworbenen Ansprüche müssen natürlich in die gesetzliche Altersversorgung überführt werden. Statt Armutsrenten wollen wir eine armutsfeste Mindestrente von 1050 Euro. Und was auch völlig neu in unserem Programm ist, die Menschen, die mit Niedriglöhnen abgespeist werden und sich keine gute Rente ansparen können, sollen mit einem Faktor aufgewertet werden, sodass zum Beispiel eine Verkäuferin mit 1900 Euro brutto bei unserem Rentenkonzept eine zusätzliche Rentenerhöhung von 270 Euro kriegen müsste. Das ist dringend notwendig, wenn wir der Altersarmut entgegen wollen. Wir finden uns nicht damit ab, dass in diesem reichen Land Menschen in Armut leben müssen. Und deswegen ist ein weiterer Schwerpunkt der Kampf gegen Armut, der Einsatz für soziale Garantien. Hartz IV gilt abgeschafft und zwar konkret ersetzt durch gute Arbeit, durch ein längeres Arbeitslosengeld I und durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung in Höhe von 1050. Wir sagen auch ganz klar der Kinderarmut den Kampf an. Und dazu wollen wir in einem ersten Schritt das Kindergeld erhöhen auf 328 Euro. Und wir streiten zusammen mit vielen Wohlfahrtsverbänden für eine Kindergrundsicherung in Höhe von 564 Euro. Zu unserem Kampf gegen Armut gehört auch, dass das Öffentliche gestärkt wird, dass öffentliche Dienste für alle zugänglich sind, zum Beispiel durch Sozialtickets, dadurch, dass Bildung gebührenfrei ist, angefangen bei der Kita bis hin zu den Hochschulen und auch ganz konkret, dass es für alle Kinder in Schulen und Kitas ein warmes, gesundes, kostenfreies Mittagessen gibt. Wir wollen gute Arbeit für alle. Hochkonjunktur hat bei der Politik der Großen Koalition insbesondere die prekäre Arbeit. Ein Drittel der Menschen sind in unsicheren Arbeitsverhältnissen beschäftigt und oft noch zusätzlich im Niedriglohnbereich. Wir sagen deutlich, Niedriglohn, Leiharbeit, Befristungen, Arbeit in Werkverträgen, den Kampf an, damit die Menschen ihre Zukunft wieder ordentlich planen können. Wir brauchen einen armutsfesten Mindestlohn und der muss mindestens 12 Euro betragen. Das ist realistisch und von uns auch durchgerechnet, im Übrigen bestätigt. Drunter reicht es nicht über armutsfeste Renten hinaus. Wir wollen, dass sich die Arbeit wieder stärker um das Leben dreht. Wir haben einen riesen Digitalisierungs- und Rationalisierungsschub. Es ist möglich, dass die Arbeitszeit mehr um die 30-Stunden-Woche kreist, sodass die einen, die zu viel arbeiten, zu ihrem Recht kommen und die anderen, die zu wenig Arbeit haben, auch zu ihrem Recht kommen und in ein neues Normalarbeitsverhältnis eintreten können. Nicht nur bei unserer Gesprächsoffensive und Haustürbesuchen haben wir immer wieder von Menschen erzählt bekommen, dass es gerade die Zuzahlungen sind, die ihn zu schaffen machen. Also dass Menschen wirklich an ihre Gesundheit sparen müssen und so manches Rezept aus finanziellen Gründen nicht einlösen können, weil Zuzahlungen anfällig sind oder an den Zähnen sparen müssen, an der Brille sparen müssen. Und hier sagen wir ganz klar Schluss mit der Zweiklassenmedizin. Wir wollen eine solidarische Gesundheitsversicherung, die alle einzahlen und zwar paritätisch. Und wir wollen ganz klar die Zuzahlung abschaffen. Zudem sagen wir, die Situation im Gesundheits- und Pflegebereich ist stark geprägt durch einen Pflegenotstand. Wenn die Arbeit am Menschen im Minutentakt stattfindet, dann bleibt der Mensch einfach auf der Strecke und zwar auf beiden Seiten, sowohl die Patienten wie die Beschäftigten. Und deswegen unterstützen wir die Kämpfe für mehr Personal im Pflege- und Gesundheitsbereich. Konkret geht es um 100.000 mehr Pflegekräfte in den Krankenhäusern. Und wir wollen natürlich eine Pflegevollversicherung, die alle entsprechenden Leistungen auch übernimmt. Es wird Sie überraschen, aber wir werden auch eine Gruppe in der Gesellschaft darauf vorbereiten müssen, dass sie mit uns härtere Einschnitte in Kauf nehmen müssen. Das sind die Millionäre und Milliardäre in unserem Land.
Für die wollen wir tatsächlich eine Vermögensteuer erheben, und zwar 5% Vermögensteuer ab der zweiten Million. Ich schätze mal, selbst in diesem Saal sind nicht viele davon betroffen. Das würde 80 Milliarden mehr in die öffentlichen Kassen spülen. Wir wollen gleichzeitig bei der Einkommensteuer ab 260.000 Euro zu versteuerndes Einkommen 60% kassieren. Und wir wollen für diejenigen, die über 1 Million verdienen, ab der zweiten Million tatsächlich 75% mehr, 75% Steuern erheben. Das halten wir für mehr als gerechtfertigt. Unser Einkommensteuerkonzept trägt sich von selber. Es ist aufkommensneutral. Und gleichzeitig werden durch dieses Steuerkonzept untere und mittlere Einkommen wirklich entlastet. Der Spitzensteuersatz greift ab 70.000 Euro, und zwar von 53%. Es gilt die Faustregel, alle, die weniger als 7.100 Euro im Monat brutto verdienen, werden von unserem Steuerkonzept profitieren. Die darüber liegen, werden etwas, und die sehr darüber liegen, etwas mehr belastet. Als Beispiel, eine Krankenpflegerin erhält bei 1.700 Euro brutto 139 Euro mehr im Monat bei unserem Konzept, und jemand, der 3.400 Euro brutto verdient, würde 215 Euro mehr rausbekommen. Ich glaube, das kann sich für die unteren und mittleren Einkommen sehen lassen. Die gesellschaftliche Rechte versucht ja sehr oft, die Nöte von Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen auszuspielen gegen Geflüchtete oder Migranten. Und wir haben als Linke hier eine gemeinsame Antwort, und die lautet: soziale Offensive für alle. Wir sagen ganz klar, diese Gesellschaft ist eine solidarische Einwanderungsgesellschaft, und es tut Not, das auch so zur Kenntnis zu nehmen und entsprechend die Gesellschaft auch auszugestalten. Und das heißt für uns, wir meinen, dass Geld investiert werden muss für Wohnen, Bildung, für den Arbeitsmarkt, wovon alle Gruppen profitieren, sowohl die Langzeiterwerbslosen, die schon länger hier leben, wie die Geflüchteten, die neu dazugekommen sind. Zudem sagen wir ganz klar, das Grundrecht für Asyl ist etwas, was wir verteidigen. Wir erleben ja jetzt auch wieder, wozu die Grenzschließungen geführt haben, das Sterben im Mittelmeer. Und wir sagen ganz klar, das Asylrecht wollen wir wiederherstellen. Wir wollen wirklich in die Zukunft investieren. Die Linke fordert ein Investitionsprogramm von 100 Milliarden Euro im Jahr. Das Land ist dann stark, wenn das gesellschaftliche Fundament stabil ist, wenn Bildung, Erziehung, Gesundheit funktionieren, wenn die öffentliche Infrastruktur funktioniert, wenn es nicht in die Schulen reinregnet und nicht der Kalk von den Decken der Turnhallen bröckelt. Deswegen brauchen wir deutlich mehr Investitionen in Gesundheit, Pflege und Erziehung. Wir brauchen intakte öffentliche Verkehrsnetze, und wir brauchen eine intakte öffentliche Struktur. Wo öffentliches Eigentum verkauft oder man muss schon sagen verschleudert wird, da wird die öffentliche Daseinsvorsorge schlechter und der Wohlstand der Menschen sinkt. Deswegen wendet sich die Linke grundsätzlich gegen die Privatisierung öffentlichen Eigentums, gegen öffentlich-private Partnerschaften und fordert, öffentliches Eigentum im Sinne des Gemeinwohls zu stärken. In der internationalen Politik lautet unser Motto: abrüsten und Fluchtursachen bekämpfen. Wenn es darum geht, konsequent Nein zu Krieg zu sagen, ist auf uns als Linke Verlass. Wir sagen auch, Fluchtursachen bekämpfen heißt zum einen für eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung zu streiten und ganz klar Waffenexporte zu verbieten, zuallererst natürlich in Krisengebiete. Abrüsten heißt aber auch, klar Nein zu sagen zu den Vorhaben, den Militäretat zu erhöhen. Und wir erleben jetzt, dass es eine Reaktion auf Trump, die ersten Überlegungen gibt, dass man jetzt eine EU-weite Armee aufstellen muss. Hier sagen wir ganz klar als Linke, wir sprechen uns gegen eine EU-Armee auf, weil das auch nur wieder mehr eine Form von Aufrüstung wäre. Wir wollen den Frieden stärken und das am ehesten durch eine europäische Entspannungspolitik, anstatt auf Auslandseinsätze zu setzen. Wirtschaft sozial, digital und ökologisch in die Zukunft. Eine kluge und zukunftskräftige Wirtschaftspolitik setzt erstmal auf mehr Demokratie und mehr Mitbestimmung in der Wirtschaft. Statt einseitig wie jetzt auf den Export zu setzen und auf Exportüberschüsse, wollen wir die Binnennachfrage stärken mit mehr Investitionen und mit höheren Löhnen. Im finanzgetriebenen Kapitalismus werden Gier und Skrupellosigkeit belohnt.
Durch konsequenten Steuervollzug und durch die Regulierung des Finanzwesens wollen wir dem ein Ende bereiten und mehr Geld in den Haushalt bekommen. Und Wirtschaftsbosse wie Herr Winterkorn zahlen sich immer fettere Bonis aus. Die Kluft quasi zwischen den Managerverdiensten und den Arbeitern ist immer größer geworden. Wir wollen die Managergehälter auf das 20-fache des Durchschnittslohns in der Firma begrenzen. Das ist dann auch mehr an die eigene Leistung angepasst als heutzutage. Es gibt in dieser Gesellschaft Kräfte, die auf ein neoliberales Weiter-so, eine Art Verwalten der Probleme setzen. Und es gibt Kräfte, die auf eine klare Rechtsverschiebung, womöglich in Form eines autoritär-nationalistischen Neoliberalismus hinarbeiten. Wir als Linke sagen, beides muss verhindert werden. Wir stehen für eine wirkliche Alternative und das heißt ein Bruch mit dem Bestehenden, also mit dem Neoliberalismus und den Aufbruch in eine Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt. Und das heißt, wir kämpfen natürlich um jede Verbesserung im Alltag, aber es geht eben um mehr. Und zu diesem Aufbruch gehört eine Gesellschaft, in der das Öffentliche gestärkt wird, in der die Mitte deutlich besser gestellt ist bei der Steuer, bei der Rente, im Gesundheitsbereich und in dem alle Menschen frei von Armut sind, also jede und jeder sicher sein kann, man fällt nicht unter 1050 Euro im Monat bei Bedarf und in dem alle frei von Angst anders sein können. Wir werden mit diesem Wahlprogramm, sagen wir auch ganz klar, wir führen weder einen reinen Oppositionswahlkampf noch einen reinen Regierungswahlkampf. Wir kämpfen für die Ziele, für die Inhalte, die in diesem Wahlprogramm stehen. Und für diese Ziele kämpfen wir. Auf jeder Demo, an jedem Stammtisch, in der Opposition und auch in möglichen Sondierungsgesprächen. Ja, vielen Dank. Sarah Wagenknecht. Ja, Frau Merkel hat ja jetzt auf ihrer Klausurtagung in Perl den schönen alten Slogan von Ludwig Erhard reaktiviert, Wohlstand für alle. Also wenn man sich die Bilanz der merkelschen Regierungspolitik anguckt, dann muss man sagen, das ist wirklich schlechte Realsatire. Also die Bilanz von Merkel ist leider nicht Wohlstand für alle, sondern extremer Reichtum für wenige, schlecht bezahlte, unsichere Jobs für viele und mehr Zukunftsangst, mehr Unsicherheit für die große Mehrheit. Das ist ihre Bilanz und deswegen wünschen sich natürlich auch immer mehr Menschen in diesem Land kein Weiter-so. Sie wünschen sich eine andere Regierung, sie wünschen sich aber vor allem eine andere Politik. Und angesichts dessen gehen wir sehr zuversichtlich in dieses Wahljahr, weil wir einfach auch spüren, dass es da auch sehr, sehr viele Zustimmung, sehr, sehr viel positive Resonanz auf unsere Positionen, auf linke Inhalte gibt, weil ganz, ganz viele Leute sagen, so kann es einfach nicht weitergehen. Und wir müssen ja auch sehen, auch das Erstarken rechter Parteien, jetzt in Deutschland mit der AfD, in anderen Ländern, wir sehen das in Frankreich, keiner weiß genau, ob Marine Le Pen nächste französische Präsidentin werden könnte, wir haben es in den USA gesehen mit Donald Trump. Dieses Erstarken von rechten Parteien oder aber rechten politischen Figuren, das hat ja eigentlich überall den gleichen Grund, dass Menschen zutiefst enttäuscht sind von der Politik, die unter demokratischem Vorzeichen gemacht wird und dass sie das berechtigte Gefühl haben, hier haben wenige Wirtschaftslobbyisten, wenige einflussreiche, mächtige Wirtschaftsvertreter und Multimillionäre mehr Einfluss auf die Politik als die große Mehrheit der Menschen, als Millionen Rentnerinnen und Rentner, als Millionen abhängig beschäftigter Arbeitnehmer. Und genau dieses Gefühl gibt es in Deutschland auch. Ganz viele sehen doch, die Politik richtet sich gegen die sozialen Interessen der Mehrheit der Menschen. Und deswegen möchten wir, dass diese Menschen, die unzufrieden sind, die ihren Protest artikulieren wollen, die wollen wir erreichen in diesem Wahlkampf. Da sind, denke ich, auch sehr gute Wahlergebnisse für uns denkbar, deutlich im zweistelligen Bereich. Das ist auch unser Wahlziel. Und natürlich wollen wir all diese Menschen erreichen. Es gab ja eine Diskussion darüber, ob wir jetzt auch Wählerinnen und Wähler oder potenzielle Wählerinnen und Wähler, die darüber nachdenken, die AfD zu wählen, ansprechen wollen. Ja, selbstverständlich, weil die Linke ist die einzige soziale Protestpartei in diesem Land. Die AfD hat überhaupt kein soziales Programm und deswegen ist sie auch eine schlechte Wahl für Menschen, die unzufrieden sind, weil sie nicht wissen, ob sie in 2 Monaten ihren Job noch haben, weil sie sich um ihre Lebensleistung betrogen fühlen, wenn sie in Rente gehen und am Ende mit 1.000 Euro nach Hause gehen, obwohl sie ihr Leben lang hart gearbeitet haben. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, mit der Politik in diesem Lande nicht einverstanden zu sein. Natürlich nicht nur mit Merkels Politik. Also Merkel regiert ja in einer großen Koalition. Der Sozialabbau der letzten Jahre, die Zerstörung des Sozialstaates ist von der SPD genauso mitgestaltet worden. Und ich erinnere daran,
sondern die Ursprünge dessen gehen natürlich auf eine SPD-Grüne Regierung zurück, die damals mit der Agenda 2010 auch die Grundlage dafür gelegt hat, dass wir jetzt einen solchen großen Niedriglohnsektor in Deutschland haben und dass so viele Menschen mit Zukunftsängsten und mit Verunsicherung in die Zukunft gucken müssen. Und genau diese Politik, diese Grundlinie der Politik, die wollen wir verändern. Wir haben keine Illusionen darüber, wie die SPD sich zurzeit aufstellt. Wir haben auch schon gar keine Illusionen dahingehend, dass die Grünen, dass es zumindest Teile bei den Grünen gibt, die offensichtlich sehr viel lieber mit Frau Merkel ins Koalitionsbett steigen möchten, als eine wirklich soziale Regierung mitzutragen. Aber wir sind überzeugt, je stärker die Linke wird und je stärker unser Ergebnis wird, desto größer ist die Chance, dass auch in diesen Parteien die vielen Mitgliedern, gerade auch bei der SPD gibt es ja sehr, sehr viele, die kreuzunglücklich mit dem Kurs ihrer Partei sind und damit, dass die SPD gegen ihre eigenen Wählerinnen und Wähler Politik macht, dass die sich durchsetzen und dass sich dort in diesen Parteien auch etwas verändert. Und das wird auch unsere zentrale Botschaft im Wahlkampf sein. Wer ein sozialeres Deutschland möchte, der sollte die Linke wählen, weil nur mit uns wird es Druck in Richtung sozialer Verbesserungen geben. Das ist unser Kern. Und wir wollen vor allem nicht, dass die Demokratie immer mehr vor die Hunde geht, dass immer mehr Menschen sich von der Demokratie auch abwenden. Ich meine, ich habe vorhin gesagt, wer sind die Ursachen? Die Mütter und Väter der AfD, das sind all diejenigen, die dieses Land in immer mehr soziale Ungleichheit hineingetrieben haben. Und deswegen ist es umso perfider, jetzt uns sozusagen in die Nähe der AfD zu rücken. Es ist ja vielmehr umgekehrt. Die Mütter und Väter der AfD, das sind CDU, CSU, das ist die SPD, das sind auch die Grünen, natürlich auch die FDP. Sie haben sie groß gemacht mit ihrer Politik. Und wir wollen deswegen, und nicht nur deswegen, sondern vor allen Dingen auch, um den Menschen besseres Leben zu ermöglichen, eine sozialere Politik. Einen letzten Punkt möchte ich noch sagen, auch zu der gerade aktuellen Diskussion. Also wir starten ja in dieses Wahljahr und es wird diskutiert über Fußfesseln, es wird diskutiert über Gesetzesverschärfungen. Ich muss sagen, ich finde, das ist wirklich eine ganz problematische und teilweise auch unehrliche Diskussion. Einerseits will die Regierung offenbar davon ablenken, welche Mitverantwortung sie dafür trägt, dass die Sicherheitslage sich im Land verschlechtert hat, unter anderem dadurch, dass sie eben über viele, viele Jahre Polizeistellen im Bund und in den Ländern massiv abgebaut haben. Da waren sie alle daran beteiligt, aber eben auch ganz besonders Frau Merkels Partei selbst. Viele Innenminister sind ja nach wie vor CDU-Innenminister, auch auf Bundesebene. Aber sie wollen offenbar vor allem davon ablenken, welchen Anteil sie selber daran haben, dass es überhaupt ein derartiges Erstarken islamistischer, terroristischer Tendenzen auf dieser Welt gibt. Und da muss man wirklich immer wieder daran erinnern, jeder dieser sogenannten Antiterrorkriege, die geführt wurden, angefangen von Afghanistan, über den Irak, über Libyen und jetzt auch in Syrien, jeder dieser Kriege hat den islamistischen Terrorismus gestärkt und nicht geschwächt, weil die Hauptopfer all dieser Kriege waren Zivilisten und mit jedem getöteten Zivilisten wächst eben auch der Hass in der islamischen Welt gegen den Westen. Und dieser Hass ist im Grunde genau der Nährboden, den die islamistischen Terroristen brauchen, um immer stärker zu werden. Das heißt, wenn man die Sicherheitslage in Deutschland verbessern will, dann sollte man als allererstes aufhören, derartige Kriege zu führen. Das wäre ganz, ganz dringend. Und ich erinnere auch damals, dass wir in der Debatte über den Syrien-Einsatz im Dezember 2015 darauf hingewiesen haben, wenn Deutschland sich an diesem Krieg, wer sich an diesem Krieg beteiligt, der holt den Terror ins eigene Land. Genau das ist der Zusammenhang. Und deswegen ist diese fatale Außenpolitik natürlich mitverantwortlich, genauso wie übrigens auch, das finde ich schon auch merkwürdig, dass eine Regierung, die angeblich doch so viel tun möchte, um islamistische Gefährder und islamistische Terroristen klein zu halten, dass eine solche Regierung allen Ernstes engstens kooperiert mit den Brutstätten des Terrors. Nämlich die Brutstätten des Terrors, das ist zum Beispiel Saudi-Arabien. Das ist international bekannt, dass von Saudi-Arabien aus sowohl in Syrien als auch in anderen Ländern islamistische Terroristen hochgerüstet werden, auch finanziert werden. Trotzdem fährt Frau von der Leyen nach Saudi-Arabien und bietet sogar noch militärische Kooperation an. Oder ich erinnere an die enge Kooperation mit der Türkei, inzwischen auch von einem islamistischen Despoten regiert, der über seine Kanäle auch ziemlich direkt in Deutschland Einfluss nimmt auf das, was hier teilweise in Moscheen gepredigt wird. Und das ist dann eben kein aufgeklärter Islam mehr, sondern das ist ein Islam nach dem Gusto von Herrn Erdogan. Da sollte man tatsächlich mal ansetzen, wenn man hier in diesem Land mehr Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger schaffen möchte. Also es gibt sehr, sehr viele Themen, die Menschen verunsichern
und wo die Regierung, wo Frau Merkel überhaupt keine adäquaten Antworten hat, wo die SPD unglaubwürdig ist, wo die Grünen eigentlich gar nichts anzubieten haben. Und wir werden hier unsere Antworten im Wahlkampf sehr, sehr vehement vertreten. Und ich bin sehr, wir sind alle sehr zuversichtlich, dass wir dann auch mit einem sehr guten Wahlergebnis in den Septemberwahlen zum neuen Bundestag aus diesen Wahlen herausgehen werden. Ja, auch von mir einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich will das letzte Substantiv von Frau Wagenknecht aufnehmen, nämlich das Wort Verunsicherung. Ja, es gibt eine große Verunsicherung. Die Welt scheint in vielerlei Hinsicht aus den Fugen geraten zu sein. Wir haben 200 Kriege und Bürgerkriege auf der Welt. Es gibt ca. 60 Millionen Flüchtlinge auf der Welt. Und es ist auch so, dass in Deutschland für viele Menschen die Planbarkeit ihres Lebens völlig abhanden gekommen ist. Wir als Linke wollen hier einen Gegenpunkt setzen. Alles, was im Wahlprogramm eben von Katja Kipping und Bernd Rixinger vorgestellt worden ist, will genau dieses, die Planbarkeit wiederherstellen. Wir nennen das auch, dass wir die Wiederherstellung des Sozialstaates wollen. Wir wollen auch, dass Schutzbedürftigen besondere Hilfe angedeiht. Das ist unsere Herausforderung für dieses Jahr. Es ist auch so, dass Europa wohl in der größten Krise ist, die es je gegeben hat. Sie kennen die Stichworte. Die Finanzkrise ist nicht bewältigt. Der Brexit ist beschlossen. Es gibt ein Erstarken rechtspopulistischer und rechtsextremistischer Parteien in Europa. Die Jugendarbeitslosigkeit in den Südländern ist über 50%. Und all diese Fakten haben sehr viel mit der Politik, die Angela Merkel im letzten Jahrzehnt durchgeführt hat, zu tun. Sie sind auch Ergebnisse dieser Politik. Und deshalb braucht es einen Politikwechsel in der zentralen Industriemacht Europas in Deutschland. Dafür streiten wir mit unseren Vorschlägen. Die Linke, auch die Linke hier in Deutschland, ist für viele andere Linke, aber auch für viele Menschen hier natürlich ein Stück weit Hoffnung. Und wir wollen dieser Hoffnung eben auch Nahrung geben. Wir stehen am Beginn des Jahres gut da. In drei Ländern sind wir in Regierungsverantwortung. Das hatten wir noch nie zu Beginn eines Jahres. Das ist jetzt der Fall. Wir haben eine beschlossene Wahlstrategie. Wir haben einen Wahlprogrammentwurf vorgelegt. Wir haben Entscheidungen zum Personal getroffen. Alles das, was bei anderen Parteien noch aussteht. Wir sind gut gerüstet für diese Wahlauseinandersetzung. Ich will drittens daran erinnern, ich tue es immer wieder gern, dass wir schon jetzt im Deutschen Bundestag eine Mehrheit jenseits der Union haben. Und mich wundern viele Äußerungen auf Klausuren. Ich bin manchmal erstaunt, was führende SPD-Politiker sagen, wo ich sagen kann, Mensch, da ist doch was dran, lass uns das doch einfach machen. Ich frage mich, warum derartige Dinge nicht getan werden. Wort und Tat stimmen nicht überein. Vor einigen Wochen habe ich ja sogar mal vorgeschlagen, man könnte ja sogar einen SPD-Kanzler wählen und dann eine andere Politik machen. Also, hat unterschiedliche Reaktionen auch in meiner Partei hervorgerufen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber eins bleibt. Ich frage mich, warum wir zum Beispiel diesen einfachen Punkt, den selbst Jens Spahn jetzt fordert, die völlige Gleichstellung von Lebenspartnerschaften, warum wir den im Deutschen Bundestag nicht umsetzen. Wir könnten doch mal, wenn Sigmar Gabriel wirklich meint, Waffenexporte in Krisenländern nicht durchführen zu wollen, wir könnten das doch mal entscheiden. Also ich fordere hier ausdrücklich auf, dann vorher sichtbar zu machen, was eine andere Politik, was andere Bündnisse bedeuten würden. Ansonsten gibt es für die Menschen keinen Grund, etwas anderes zu wählen. Denn eines ist klar. Angela Merkel macht einen Wahlkampf, der im Kern in dem Satz gebündelt ist, den sie damals Herrn Steinbrück gesagt hat. Sie kennen mich. Und ich glaube, dass das für das Land und für Europa ein Problem wird. Ich möchte eine Bemerkung anschließend auch an das, was Sarah Wagenknecht gesagt hat, zu dem Thema Sicherheit. Also ich finde das, was da abläuft, höchst problematisch. Bevor überhaupt klar ist, was passiert, gibt es unzählige Forderungen, immer natürlich nur Forderungen, Verschärfung, Verschärfung, Verschärfung. Was dann in Gesetzesform wird, ist noch eine ganz andere Frage, darüber wird dann viel später geredet. Aber was mich nur wirklich nervt, ist, dass die Bereitschaft zur Aufklärung nahe null ist. Und da gibt es alle möglichen Gerüchte und Dementis. Ich möchte gerne wissen, was mit Herrn Amri wirklich gewesen ist. Und ich freue mich ja, dass Links auch in dieser Hinsicht wirkt, wenn Herr Kauder jetzt unserem Vorschlag, den wir beide gemacht haben, jetzt beitritt und sagt, ja, wir wollen einen Untersuchungsausschuss. Ja, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss, um klarzustellen, was ist da real passiert und was können wir anders machen. Das, was dort offensichtlich in Nordrhein-Westfalen gelaufen ist, ist skandalös.
Und der Innenminister, der ja erstmal gesagt hat, Herr Jäger, da ist Öl, gab überhaupt kein Problem. Das hat ja Herr Maas so ein bisschen korrigiert. Also es ist dort Chaos. Und es wird über Verschärfung geredet, ohne überhaupt mal aufzuklären, was ist dort real passiert. Und ich finde, dass in diesen Fragen die Regierung ebenso grundsätzlich versagt, wie im Übrigen auch in dem Jahr, als viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Das hätte man alles nicht nur wissen können, das ist auch im Deutschen Bundestag laut ausgesprochen worden. Und Sie haben gegen Ihre Kenntnisse nicht gehandelt. Als letzten Punkt will ich sagen, natürlich werden wir gemessen werden an der Zahl, die im September aufleuchten wird. Und unser Maßstab sind die 8,6% vom letzten Mal. Und unser Ziel ist, dass wir deutlich zulegen wollen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Wir werden sicherlich auch Ihre wohlwollende Begleitung in der Zeit haben. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber insbesondere würde ich mir natürlich da wünschen, dass diese wohlwollende Begleitung so ist, dass wir über die Themen, die real in der Welt sind, reden können. Ich glaube, dass die Linke die Chance hat, einen Beitrag zu einem Politikwechsel zu leisten, egal in welcher Konstellation. Denn eines ist völlig klar. Ich will das wiederholen, was alle drei vor mir gesagt haben. In diesem Wahlkampf kämpfen wir für die Linke und für nichts anderes. Herzlichen Dank. Ich finde, wir waren ganz gut in der Zeit. Vielleicht schaffen Sie das auch. Die Fragerunde ist eröffnet. Ich brauche jetzt mal meine Brille. So. Da sehe ich Herrn Meißner und Herrn Lambeck. Die Kollegen, die hinter den Damen und Herren mit den Kameras sitzen, müssten vielleicht aufstehen. Und Herr Vetter. Gut, wir fangen mal an. Also, Herr Meißner. Zwei Fragen, die eine an Frau Wagenknecht. Wir haben ja allerlei Dinge wiederholt zur Flüchtlingspolitik, die unstrittig waren. Sie sind nicht mehr eingegangen auf Ihre Kritik an Angela Merkel wegen der von Ihnen so bezeichneten Grenzöffnung. Mich würde interessieren, ob Sie das heute noch mal so wiederholen würden, wie Sie das im Stern gesagt haben, oder ob Sie missverstanden worden sind oder ob Sie diese Äußerung bedauern. Und an Frau Kipping habe ich die Frage, Michael Müller will ja André Holm entlassen. Sie haben den ja zuletzt noch verteidigt. Mich würde interessieren, wie Sie die Entscheidung ist. Herr Meißner, ich hoffe, Sie haben mein Stern-Interview gelesen. Da war nicht pauschal von der Grenzöffnung die Rede, da war von dem Kontrollverlust in dieser Phase die Rede. Also von der Situation, dass wir über mehrere Monate noch nicht einmal mehr wussten, wer ins Land kommt, dass wir nicht registriert haben. Und das ist natürlich etwas, was viele Menschen verunsichert hat, das ist überhaupt keine Frage. Und die Fragestellung in dem Interview war ja, hat Amri die Überforderung der Behörden in dieser Zeit auch ausgenutzt? Und das kann man nicht in Abrede stellen, aber auch schon in dem Interview, das hätten Sie nachlesen können, Sie haben es leider in Ihren Artikeln teilweise ein bisschen anders wiedergegeben, war von mir klar, dass die Hauptursachen und die Hauptverantwortlichkeit, die ich sehe, A, in dem Kaputtsparen der Polizei bestehen und B, und das ist für mich der Hauptpunkt, in unserer Außenpolitik, also in der Außenpolitik, die alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien unterstützen, in Kriegseinsätzen und Bombardierungen, auch in der islamischen Welt, in der Beteiligung an den Öl- und Gaskriegen der USA, weil genau das dort den Widerstand und die Gegenwehr hervorruft. Und natürlich muss man auch dazu sagen, auch die Drohnenmorde, wo wir teilweise hier logistische Unterstützung bieten, dass die USA dann in Ländern, mit denen sie noch nicht mal im Krieg stehen, teilweise im Jemen, in Pakistan, dort angebliche oder auch wirkliche Terroristen mit Drohnen umbringen. Ich meine, das ist ja auch eine Haltung, wenn ich mir vorstelle, wenn man jetzt in Europa anfangen würde, da wo irgendwo der Verdacht besteht, vielleicht in Nordrhein-Westfalen, in Kleve, hätte man vorher festgestellt, da gibt es ein Terrornest, also schickt man eine Drohne hin. Das wäre in Europa völlig undenkbar. In der islamischen Welt, im Nahen und Mittleren Osten wird das als gängige Praxis angewendet. Und das ist eine fatale Politik, weil wir damit den Hass auf uns ziehen und am Ende diese finsteren Terrorgruppen unterschiedlicher Couleur, es ist ja nicht nur der Islamische Staat, immer stärker machen. Ja, die Frage zu André Holm, was ich da im Interview gesagt habe, ist ja von zeitloser Schönheit und Richtigkeit. Wir haben uns aber, dass sich jetzt aktuell die Berliner Linke verständigt, wie man damit reagiert, darauf verständigt, dass wir jetzt zu diesen aktuellen Entwicklungen hier nichts kommentieren, weil wir uns auch erst nochmal untereinander verständigen wollen. Wenn die zu einem Schluss gekommen sind, da bitte ich um Verständnis, das läuft gerade zu viel parallel. Herr Lambeck.
Ja, erstens mal müssen sie lang suchen, bis sie weniger zahlen müssen wie bei uns. Aber wir haben da eine klare Orientierung. Ab der zweiten Million 75% zu zahlen, 5% Vermögensteuer, ist völlig angemessen. Wenn wir jetzt mal sehen, der Fall Winterkorn. Winterkorn bekommt 3.000 Euro täglich an Rente. Das ist ihm aber nicht genug. Er hat jetzt sich noch eine Villa bezahlen lassen, wo er 5 Euro Quadratmeterpreis bezahlt. Für eine 400 Quadratmeter Villa sind ihm nur 200 Quadratmeter in Rechnung gestellt worden. Und der VW-Konzern hat noch seinen Teich aufgeheizt, damit er die wertvollen Kois dort unterbringen kann. Sprich, diese Schicht, die sich in der Vergangenheit schamlos bereichert hat, die lässt sich auch sonst überall pudern bei den Renten, die sie sich zuschustern, bei den sonstigen Vergünstigungen. Sie müssen in der Regel kaum noch für ihren Lebensunterhalt selber aufkommen. Ich glaube, da ist es höchste Zeit, dass wir was zurückholen für die Masse der Bevölkerung, die unter dieser Umverteilung jetzt seit 25 Jahren gelitten hat. Und unser Vorschlag ist da sehr, sehr angemessen. Auch jetzt auf die Replik von Herrn Gysi. Herr Gysi, Gregor Gysi, den ich sehr schätze, ist ein sehr guter Anwalt. Aber diejenigen, die mehr als 1 Million im Jahr verdienen, brauchen keinen weiteren. Also wenn ich vielleicht auch noch was kurz ergänzen kann. Wir freuen uns ja immer über die kreativen Debattenbeiträge, auch von Gregor Gysi. In dem Falle waren wir allerdings etwas erstaunt, weil Gregor Gysi selber, und das sehen wir ja ganz genauso, immer darauf hingewiesen hat, dass mit einem US-amerikanischen Steuerrecht genau das nicht mehr ginge, dass man sich irgendwo anders hinsetzt und dann nicht mehr die Steuern zu Hause zahlt. Weil in den USA ist das so geregelt, dass man die Differenz dann immer zu Hause zahlen muss. Also mit einer solchen Veränderung, und das wäre ja absolut sinnvoll auch für Deutschland, wäre das Problem gelöst. Und deswegen finde ich, wir sollten uns wirklich nicht ins Boxhorn lagen lassen mit dem Argument, die Reichen hauen immer ab und deswegen muss man immer die Mittelschicht und die Ärmeren besteuern. Da ist die Linke zum Glück die einzige Partei, die sagt, nein, wir haben den Mut, wir gehen wirklich denen ans Portemonnaie, die genug haben. Nur dadurch können wir dann auch die entlasten, die hart arbeiten und die zurzeit viel zu viele Abzüge bekommen. Wenn ich auch noch vielleicht zwei Sätze zu den Steuern sagen darf. Das ist ja der Punkt, wo wir vier vergleichsweise viel über dieses Thema geredet haben und auch zu Recht, weil es natürlich ein sehr sensibles Thema ist. Aber gerade zu diesem Punkt will ich zwei Dinge dann noch zumindest ergänzen. Erstens war das auch im letzten Wahlprogramm ein Punkt. Und zweitens, als wir das in der Fraktion mal entschieden haben, damals noch durchaus gegen meine Position, war Gregor Gysi derjenige, der das durchgesetzt hat mit den 75%. Dass man immer klüger werden kann, ist in Ordnung. Aber in dieser Frage gibt es großen Konsens. Auch deshalb, es betrifft in Deutschland nach der letzten Zählung ca. 16.000 Menschen, die mehr als 1 Million verdienen jährlich. Und über 1 Million, die 75%, die haben im Übrigen auch Freibeträge und alles, was dazukommt, ist das wahrhaftig kein Angriff auf irgendwelche Vermögen. Und Gérard Depardieu ist zwar in den Medien umfangreich behandelt worden, aber letztlich hat das, glaube ich, andere Ursachen, dass der seinen neuen Lebensmittelpunkt dann in Russland gefunden hat. Herr Vetter. Ja, das ist natürlich sehr kompliziert. Deswegen habe ich auch mit einfachen Begriffen gearbeitet. Das hängt damit zusammen, dass wir ja den Steuereingangssatz unten auf 12.900 Euro anheben. Der setzt sich natürlich fort bis zur Größenordnung, praktisch bis zu dem Spitzensteuersatz. Das heißt, Sie haben ja bei uns ein Grenzsteuersystem. Deswegen sind die Beträge, Bruttoverdienste zu versteuern, das Einkommen, wann werden die Leute wirklich mehr belastet, immer etwas unterschiedlich. Wir haben da detaillierte Steuerberechnungen gemacht, aber ehrlich gesagt wollten wir Ihnen die ersparen. Die Faustregel gilt, unter 7.100 Euro brutto im Monat werden die Leute bei unserem Steuerkonzept entlastet. Da sehe ich, ja, genau, Herr Steffen und Frau Anthony. Ja,
Können Sie ein bisschen lauter reden? Ja. Ich bin schon älter, ich höre nicht so gut. 100 Milliarden Investitionen pro Jahr ist eine große Summe. Nochmal 20 und weiter genannt Energiewende und digitale Infrastruktur. Da interessiert einfach, wie soll das finanziert werden. Es geht ja nicht nur um eine einmalige Summe. Ich bin ja auch immer im Auftrag an irgendwie drin gerade. Meine zweite Frage geht direkt an Herrn Barth. Ihre Vertreterin, die soll ich das machen oder Finanzbüro machst du das? Auch Steuern gleich mit. Also. Die Frage nach der Finanzierbarkeit haben wir schon fast geahnt, dass die kommt. Insofern haben wir medienfreundlich und verbraucherfreundlich, wie wir sind, was vorbereitet. Das liegt in der Tabelle. Auf Seite 1 stehen die Kosten und dann unten, dass es auch Bereiche gibt, wo wir durchaus sparen wollen, zum Beispiel beim Wehretat. Und dann auf der zweiten Seite, wenn Sie umdrehen, stehen die Mehreinnahmen, die wir mit unserem Steuerkonzept erzielen wollen. Um das in aller Kürze anzudeuten, eine große Säule ist natürlich die Vermögenssteuer ab über 1 Million, also ab dem 1. Euro Vermögen über 1 Million, die greifen soll. Eine andere Erbschaftssteuer greifen soll, ein konsequenterer Steuervollzug soll 15 Milliarden Euro bringen. Wir wollen auch die Gewerbesteuer umstellen auf eine Gemeindewirtschaftssteuer, das wären dann 15 Milliarden. Und wenn man das alles zusammenrechnet, was wir da vorhaben, gehen wir von Mehreinnahmenhöhe von 180 Milliarden Euro aus. Wenn Sie vorne sehen, wie viel wir sozusagen an Mehrausgaben haben und das, was wir einsparen wollen, hätten wir sogar noch 3 Milliarden über für unvorhergesehene Entwicklungen. Also wir haben zu dem Thema heute in den Gremien eine breite Debatte gehabt und Sie werden auch zukünftig von mir in keiner Hinsicht eine Schiedsrichterleistung erwarten können. Wenn es Kontroversen gibt, rate ich immer dazu, dass wir sie unter uns bereden, dann auch kontrovers. Sie haben in der Sache selbst unsere gemeinsame Position in dem Wahlprogrammentwurf. Das ist dort nachlesbar. Und ansonsten werbe ich dafür, dass wir unseren Fokus auf die Auseinandersetzung mit unseren politischen Konkurrentinnen und Konkurrenten legen. Das ist Aufgabe der Linken. In der gesellschaftlichen Situation sind innerparteiliche Auseinandersetzungen wenig hilfreich. Und Sie können sowohl Sarah Wagenknecht als auch Bernd Rixinger fragen. Das ist alles miteinander in großer Zuversicht ausgetragen worden. Und wir gehen gemeinsam nach vorn. Frau Antoni. Nein, wir alle verteidigen und da sind wir im Übrigen die einzige Fraktion im Bundestag gewesen, die das geschlossen gemacht hat. Wir verteidigen das Recht auf Asyl für politisch Verfolgte und zwar ohne Abstriche und ohne Obergrenzen und Ähnliches. Das muss durchgesetzt werden und da ist in den letzten Monaten viel eingeschränkt worden. Genauso richtig ist es aber. Und natürlich wollen wir Schutzsuchenden helfen, aber wir wissen auch, die meisten Schutzsuchenden kommen ohnehin nicht bis Europa, sondern die gibt es in den Lagern im Umkreis der Kriegsgebiete. Die gibt es in Afrika und deswegen muss vor Ort geholfen werden. Und unser Hauptfokus ist natürlich, Fluchtursachen zu bekämpfen. Wir wollen ja nicht, dass möglichst viele Menschen fliehen müssen und dann sozusagen in Deutschland integriert werden, sondern wir wollen, dass möglichst auf dieser Welt gar niemand mehr aus seiner Heimat vertrieben wird, weil er eben beispielsweise vor Krieg fliehen muss oder vor Armut, vor Hoffnungslosigkeit, vor Perspektivlosigkeit. Und deswegen ist es eben auch die
die Heuchelei der Bundesregierung, immer davon zu reden, dass sie Fluchtursachen bekämpfen, aber gleichzeitig die Waffenexporte in Kriegsgebiete zu verdoppeln. Gleichzeitig, Frau Merkel hat das wieder gemacht, als sie in Afrika war, den Druck zu erhöhen, dass arme Länder ihre Märkte öffnen müssen für unsere subventionierten Agrarexporte, die dort alles kaputt machen, was es irgendwie an eigenständiger Entwicklung gibt. Und dann wundert man sich, dass Menschen vor dieser Hoffnungslosigkeit und dieser Perspektivlosigkeit fliehen. Und da ist unser ganz klarer Fokus, das muss sich dort ändern, dort müssen Lebensbedingungen entstehen, damit Menschen eine Perspektive haben. Und da gibt es zwischen uns überhaupt keinen Dissens. Herr Fürstenau. Also es gibt ganz, ganz viele Menschen, das besagen ja auch Umfragen, die durchaus noch offen sind, was sie wählen. Und natürlich wir als politisch Versierte, wir finden das völlig abstrus, dass jemand vielleicht schwanken könnte, ob er AfD oder Linke wählt, weil die Programme sich völlig konträr unterscheiden. Also könnte man eher schwanken, ob man zum Beispiel FDP oder AfD wählt, weil die zum Beispiel wirtschaftspolitisch so ziemlich das Gleiche vertreten. Aber es ist ja trotzdem so, und genau das besagen die Umfragen, viele, 70% derer, die bei den letzten Landtagswahlen, also in Mecklenburg-Vorpommern und auch in Sachsen-Anhalt AfD gewählt haben, die haben angegeben, dass sie AfD gewählt haben, aus Enttäuschung über die anderen Parteien, nicht weil sie deren Programm so toll finden, nicht weil sie deren Parolen so toll finden, sondern weil sie enttäuscht sind darüber, wie die Politik in diesem Land läuft und weil sie den Fehlschluss gezogen haben, und da müssen wir uns fragen, warum ist das möglich gewesen, dass wir auch Teil dieses neoliberalen Parteienkartells sind. Und das sind wir nicht. Wir sind die Partei, und zwar nochmal möchte ich es betonen, die einzige, die ein klares soziales Programm hat und die klar natürlich einen Protest gegen die Grundrichtung der Politik in diesem Land verkörpert. Und die Menschen, die das wollen, die tatsächlich wollen, dass dieses Land sozialer wird, dass soziale Ungleichheit verringert wird, für die sind wir eigentlich die richtige Adresse, und um die müssen wir werben und um die werden wir auch werben. Wir werden niemandem den Gefallen tun, zuzusehen, wie eine Partei, die AfD immer stärker wird, was die gesamte politische Landschaft in diesem Land sehr verändern wird. Ich kann ja verstehen, dass es für die CDU viel bequemer wird, viel bequemer ist, wenn die AfD zulegt, als wenn die Linke zulegt. Aber wir werden ja eben nicht den Gefallen tun, dort zuzuschauen, sondern wir werden dort aktiv etwas dagegen tun. Ich will noch eine kurze Anmerkung machen. Wir teilen diese Ansicht natürlich, die sozial unzufrieden sind, wollen wir nicht der AfD überlassen, selbstverständlich. Aber wir wollen auch nicht, dass jetzt der Wahlkampf der Linken verkürzt wird auf die Frage AfD-Wähler. Die Schnittstellen sind zum Teil nicht so besonders groß, sondern wir haben nochmal verdeutlicht, wir haben im Wesentlichen drei große Zielgruppen für unseren Wahlkampf. Wir legen schon seit Jahren zu bei jungen Wählern in den Großstädten, im urbanen Milieu, die aus vielen Gründen zu uns kommen, auch aus sozialen Gründen, auch aus Haltungsgründen. Dort haben wir noch Luft nach oben. Da wollen wir auch durchaus den Grünen den ersten Platz streitig machen. Und ich glaube, dass immer mehr junge Leute erkennen, dass sowohl im sozialen wie in politischen Fragen ihre Heimat bei den Linken ist. Zweitens, wir wollen die Menschen in sozialen Brennpunkten ansprechen, die prekäre Arbeit arbeiten müssen, die erwerbslos sind. Die haben in der Linken in der Tat die einzige politische Vertretung. Die haben in der AfD keine Vertretung. Im Gegenteil, ihre Situation würde sich verschlechtern. Und ich will nicht vergessen machen, wir haben 53 Millionen Menschen, die in Erwerbsarbeit stehen. Die Krankenpflegerin, die Altenpflegerin, die Verkäuferin, die Leute, die den Müll wegtragen im öffentlichen Sektor, die sind eine ganz zentrale Gruppe für uns. Deswegen haben wir auch in unserem Programm einen klaren Schwerpunkt auf Arbeit, Löhne, Rente, soziale Sicherung. Und ich glaube, mit diesem Programm wollen wir auch diese große Gruppe der Lohnabhängigen, die sich anders zusammensetzt als vor 30 Jahren, gezielt ansprechen. Und da machen wir auch gerade mit unserer Kampagne im Gesundheitswesen durchaus sehr positive Erfahrungen.
Und man muss sagen, dass wir ja mit den Haustürbesuchen und anderen Gesprächsoffensiven durchaus den Praxistest gemacht haben, dass es möglich ist, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die womöglich sogar so einer Sündenbock-Rhetorik erstmal aufgegriffen haben, aber dann einen Perspektivwechsel einzuführen. Also ganz konkret, wenn Leute voll Unmut sind über ihre niedrige Rente und das verbinden mit einem Unbehagen gegen Geflüchtete, dann das Gespräch aufzunehmen und nachzufragen, was sind denn die Ursachen, wann sind denn die Rentenkürzungen in die Wege geleitet worden, wer hat denn wirklich die Lobbyarbeit dafür gemacht. Das waren doch nicht die Geflüchteten, sondern das waren sozusagen die Renten, die privaten Rentenversicherungen wie Allianz und Co. Und so einen Perspektivwechsel immer zu befördern, finde ich, das ist eine Aufgabe sowohl in der Ansprache im Wahlkampf, weil wir sind die verlässliche Adresse für eine Kampfansage an Superreiche, an private sozusagen Rentenkonzerne und diesen Punkt stark zu machen. Und denke, damit werden wir sowohl nachhaltig was beitragen zu einer Verschiebung des Zeitgeistes, aber auch im Wahlkampf gut dastehen. Vielleicht kann ich auch noch eine kleine Ergänzung zu dem AfD-Thema machen. Also erstens bin ich der festen Überzeugung, dass es die Aufgabe aller demokratischen Parteien ist, möglichst viele Wähler von der AfD wieder abzuholen. Weil die AfD gab es ja mal nicht und sie sind alle irgendwoher gekommen und deswegen ist es Aufgabe, auch unsere Aufgabe, die AfD möglichst klein zu halten. Zweitens ist es nun mal so, dass eine starke Rechte immer auch Versagen der Linken bedeutet. Und drittens ist der Weg natürlich in allererster Linie, die Politik der jetzt Regierenden anzugreifen, damit deutlich wird, es gibt eine soziale Alternative. Das ist der Punkt. Und deswegen, das ist eine Trivialität und eine Normalität, dass wir da Wählerinnen und Wähler gewinnen wollen. Das heißt ja in keiner Weise, dass wir Positionen der AfD übernehmen. Das hat niemand gesagt und wird auch niemand sagen, sondern es gibt eine klare soziale Alternative und auf diesem Weg wollen wir sie gewinnen. Ich könnte Ihnen das am Beispiel Mecklenburg-Vorpommerns umfangreich erklären. Da stimmt die These im Übrigen nicht, die gesagt haben, das sind alles Rechtsextremisten. Das ist nicht der Fall. Sondern viele haben 75% schlicht aus Protest gegen die da oben, ihr tut nichts für uns, AfD gewählt. Das ist die Begründung. Und dazu zeigen, dass man etwas tut, dass es andere Möglichkeiten gibt, das ist unsere Aufgabe und da wollen wir selbstverständlich diese Menschen zurückgewinnen, die in der Regel im Übrigen kaum politisiert sind. Aber das ist wirklich auch eine Kampfaufgabe und die gehen wir an. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanken wir uns bei Ihnen und wünschen Ihnen noch ein schönes Restwochenende. Dankeschön.